wie kann ich eine Formel für einen Differenzenquotienten bilden? Hier ein Beispiel, ich habe eben eine Formel gegeben, Flächenformel r2pi, und ich soll hier eine Formel des Differenzenquotienten bilden im Intervall r bis r plus h. Ja? Differenzenquotient sollte jetzt mittlerweile klar sein, allgemein eben die Veränderung in y-Richtung durch die Veränderung in x-Richtung. In dem Fall habe ich eben eine andere Funktion, ich habe eine Funktion a in Abhängigkeit von r, somit müsste ich natürlich hier sagen, die Delta, also die Veränderung der Fläche in Abhängigkeit von r durch die Veränderung von r. Ja, das wäre jetzt mein Differenzenquotient, also speziell jetzt für dieses Beispiel. Und wir wissen ja auch, die Veränderung hier, die Veränderung der Fläche und die Veränderung vom Radius ergibt sich ja aus mein R2 minus R1 für den Nenner und eben oben aus mein A vom R2 minus den A von R1. Das wäre dann eben die ausgeschriebene Variante des Differenzenquotients. Hier ist es jetzt natürlich so, ich habe kein Intervall als Zahl gegeben, das heißt, ich kann jetzt hier nichts einsetzen in meine Funktion. Ich habe aber prinzipiell Variablen gegeben, auch hier kann ich natürlich was einsetzen. Hier sage ich, das ist mein R1 logischerweise, und dieser Gesamtausdruck, dieses R plus H, ergibt mein R2, weil es ja eben das zweite Intervall ist oder der zweite Punkt des Intervalles. Und auch jetzt kann ich einfach einsetzen in meinen Differenzenquotient oder zumindest in meine Formel. Mein a von r2 bedeutet ja, in meine ursprüngliche Formel a von r ersetze ich jetzt das r durch mein r2. Das heißt, a von r2 ergibt sich ja aus r plus h für r. Das Ganze aber war in der ursprünglichen Formel natürlich quadriert, also r plus h ist eben ein r2 zum Quadrat. Und das Ganze mal Pi, davon ziehe ich jetzt die Funktion a mit R1, und R1 ist ja R ab. Somit kann ich aber gleich eben dieses a R hoch 2 mal Pi nehmen, da ja mein R1 eben R ist. Und dividiere das jetzt eben durch die Differenz R2 minus R1. R2 haben wir gesagt, ist R plus h. Davon ziehe ich mein R1 ab, das ist R. Ich habe jetzt mal alles eingesetzt, was zum Einsetzen war. Das kann ich natürlich hier noch vereinfachen, das Ganze. Hier im Nenner habe ich ein R minus ein R, das würde sich rauskürzen. Und im Nenner würde eigentlich nur noch mein H übrig bleiben. Oben im Zähler habe ich hier vorne eine binomische Formel. Kann ich natürlich auch auflösen, das empfiehlt sich hier auch. Also es würde hier entstehen r² plus 2 mal r mal h plus eben ein h² für die binomische Formel. Das Ganze mal pi minus r mal pi, r² pi. Und dividiert durch, haben wir gesagt, durch mein h, das eben übrig geblieben ist. Dann kann ich noch eben sagen, ich faktorisiere das Ganze hier. Ich habe im vorderen Ausdruck und im hinteren Ausdruck ein pi stehen. Das heißt, ich hebe dieses Pi quasi aus den beiden Termen heraus, setze das Ganze dann in eine gemeinsame Klammer, ja, also mal Klammer r² plus 2rh plus h². Und vom hinteren Term bleibt ja eigentlich nur dieses r² übrig, da ich das Pi ja schon vorne habe, also minus r². Und unterhalb eben nach wie vor mein Nenner, dieses h, was übrig geblieben ist hier. Und wir sehen, auch hier können wir in der Klammer noch etwas kürzen. R² minus R² fällt natürlich komplett heraus. Und dann bleibt 2rh plus h² in der Klammer übrig. Da kann ich aber auch wieder ein h herausziehen. Somit würde das Ganze dann eben lauten Pi mal h. Klammer, hier bleibt eben vom vorderen Term nur das 2r übrig. Und vom hinteren bleibt ein h übrig. Ja. Wenn du das Ganze jetzt wieder ausmultiplizierst, würde natürlich wieder genau dieser Term und dieser Term entstehen. Zum Thema Faktorisieren habe ich natürlich auch eigene Videos in der Playlist. Und eben das Ganze noch durch h. Und hier dürfen wir jetzt dieses h kürzen, was vor der Klammer steht, weil alles mit einem Mal verbunden ist. Hier darf ich natürlich dieses h mit diesem h kürzen.
Und im Endeffekt bleibt für meinen Differenzenquotient A in Abhängigkeit von R durch Delta R eben genau nur noch das Pi mal 2R plus H übrig. Das wäre dann eben der Differenzenquotient dieser Formel mit diesem zugehörigen Intervall.